Stefan Gent ist mir zugeschaltet vom Handelsverband Deutschland. Willkommen und guten Morgen hier bei Welt, Herr Gent. Wie gehen denn die Einzelhändler damit um? Also ich meine, ich finde es ziemlich anstrengend, weil ich habe nur zwei Hände, brauche aber einerseits das Handy mit dem Impfnachweis, andererseits dann noch den Ausweis. Das macht wenig Freude. Ja, in der Tat war es ein großer oder ist ein großer Aufwand für unsere Einzelhändler, diese Kontrollen durchzuführen. Es gibt hier unterschiedliche Lösungen. Einige Städte sind sehr pragmatisch vorgegangen und haben sogenannte Bändchenlösungen akzeptiert. Das heißt, man muss nur einmal seinen Impfnachweis und seinen Personalausweis vorzeigen, bekommt dann ein Bändchen ausgehändigt. Und mit dem kann man dann nicht nur auf den Weihnachtsmarkt gehen, sondern auch in die Geschäfte. Das finde ich sehr gut. Also man muss schon sagen, der Handel ist immer schnell dabei, pragmatische Lösungen umzusetzen. Aber die Auswirkungen sind natürlich trotzdem immens. Wir sehen, dass die Frequenzen in den Innenstädten über 40% eingebrochen sind gegenüber dem Vorkrisenjahr 2019 und die Umsätze im Schnitt gut über 26%, im Textileinzelhandel sogar ein Minus von 35%. Das ist das leider, was wir auch prognostiziert haben und sich eingestellt hat. Aber was heißt denn das konkret für den Einzelhandel, wo ja gerade das vorweihnachtliche Geschäft eins der Haupteinnahmezeiten ist im Jahr, gerade vor Weihnachten. Wie viel überleben denn dann noch dieses Jahr? Wie viel Einzelhändler, Herr Gent? Kann man das schon sagen? Die Prognosen sind sicherlich schwierig dabei. Wir müssen natürlich zwei Dinge berücksichtigen. Es gibt viele Unternehmen, für die das Weihnachtsgeschäft mehr als 25, 30 bis zu 40% des Gesamtumsatzes eines Jahres überhaupt darstellt. Bei vielen Händlern entscheidet sich dann überhaupt, ob ein Gewinn möglich war. Das heißt also, es ist eine wirklich hochkonzentrierte Phase, wo normalerweise eben auch entschieden wird, ob das Unternehmen dieses Jahr dann profitabel ist oder nicht. Und wir haben den zweiten Effekt. Wir haben ja einen harten Lockdown im Weihnachtsgeschäft letztes Jahr bekommen am 16. Dezember. Der wirkte mit Auflagen hinein bis in den Juni, Bundesnotbremse, das kennen wir alles noch, sodass das Eigenkapital der Unternehmen aufgezehrt ist. Also zweimal in Folge das Weihnachtsgeschäft voll betroffen, eine Phase, wo es wirklich darum geht, ob ein Händler bestehen kann oder nicht. Und deshalb ist die Lage, und insofern will ich das gar nicht zu dramatisieren, die Lage ist dramatisch für viele Einzelhändler. Und natürlich bringen wir hier die Branche ein Sonderopfer für die gesamte Gesellschaft. Und was mir nochmal ganz wichtig ist als Argument, wir haben ja eine Maskenpflicht im Einzelhandel und die wirkt auch. Die Fraunhofer Gesellschaft aus Göttingen hat jetzt gerade eine Studie veröffentlicht, dass die Maske, gerade bei einer FFP2-Maske, uns so gut schützt, dass selbst wenn Sie 20 Minuten im engen Kontakt mit jemandem sind, der infiziert ist, und beide tragen eine FFP2-Maske, ist das Ansteckungsrisiko weniger als 1 Promille. Also das ist eine Studie von Fraunhofer, die deutlich sagt, das, was wir im Einzelhandel machen, ist sicher und gut, nämlich die Maskenpflicht. Und deshalb sind so 2G-Regeln von uns sehr, sehr kritisch beurteilt worden. Und ich sehe es nach wie vor auch kritisch, dass man diese Maßnahmen ergriffen hat. Wenn Sie es kritisch sehen, vielleicht noch mal ein paar Worte dazu, Herr Gent, weil es könnte ja tatsächlich noch mal schlimmer kommen. Sie haben gerade gesagt, Lockdown im letzten Jahr, möglicherweise jetzt auch die Überlegungen von Herrn Weil, dass es auch Kontaktbeschränkungen für Geimpfte geben soll. Haben Sie dafür dann noch Verständnis? Weil man weiß ja nicht genau, wie weit geht denn das dann tatsächlich? In der Tat, man muss also deutlich sehen, das haben wir immer klar gemacht, dass man Daten setzen muss, wo das Infektionsgeschehen ist, wo die Ansteckungsrisiken sind. Die sind nicht beim Einkaufen gegeben, möglicherweise im privaten Umfeld. So habe ich Herrn Weil auch verstanden, dass er im privaten Umfeld noch weiter einschränken will. Aber das normale Einkaufen kann nicht noch weiter eingeschränkt werden. Das ist jetzt schon dramatisch genug. Wir sehen, dass wir jetzt im Weihnachtsgeschäft gut 5,5 Milliarden Euro Umsatz verlieren. Das sind 200 Millionen Euro Umsatz am Tag. Umsätze, die übrigens auch über das Internet nicht gemacht werden, sondern die einfach wegbleiben. Und hier geht es um Tausende von Existenzen. Und deshalb haben wir immer gesagt, man muss genau zielgerichtet dort ansetzen. Und das Einkaufen ist in der Pandemie sicher. Das haben wir 18 Monate bewiesen, ob im Lebensmitteleinzelhandel oder auch im Textilgeschäft oder im Buchgeschäft in der Innenstadt. Und jetzt geht es wirklich darum, gemeinsam die Dinge zu tun. Und deshalb haben wir uns sehr klar auch für eine Impfpflicht ausgesprochen. Das heißt, das Thema Impfen ist das Wichtigste, was man jetzt machen muss. Dahin muss alle Kraft eigentlich reinfließen, auch die der Länder und Kommunen. Da passiert ja auch schon sehr viel und in der Richtung muss man weiterarbeiten. Stefan Gent vom Handelsverband Deutschland. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch, Herr Gent. Vielen Dank.